Tiny Häuser auf der New Housing in Karlsruhe. Zusammen mit Anna werden wir jetzt mal dieses Haus hier uns mal anschauen. Ich grüße dich, Anna. Hallo. Ja, es ist ein schönes Haus. Die Nachfrage ist groß. Ihr habt natürlich eine tolle Kombination gewählt aus Aluminium und Holz. Das kommt bei den Leuten gut an. Ist das Aluminium? Ja, das ist Aluminium und natürlich rohes Holz. Rohes Holz, ja. Das könnte man ölen, streichen, kann man alles mitmachen? Ja, können wir alles machen für den Kunden, auf jeden Fall. So, die Länge ungefähr vom Haus? 37. 37 und die Breite sind? 250. 250, sodass ich das noch ganz normal fahren kann. Ich glaube, das ist den Leuten wichtig, dass sie das zum Beispiel als Zweitwohnung verwenden können, wenn die Schwiegermutter mal kommt. Ja, ich dachte immer auch, wenn die Leute die Schwiegermutter nicht gerne zu Hause hätten, dann wäre das auch eine Lösung. So, die geht dann rein. Aber das ist fast so schön, da will man selber drin wohnen. Komm, wir gucken uns das mal von hinten an, dass wir das sehen. Ihr habt ein großes Fenster eingebaut. Die Dachneigung ist so, dass das ganze Wasser abfließen kann. Genau richtig. Alles sicher und gut für die Kunden. Boah, ist das ein Riesenfenster. Aber das ist Kundenwunsch, oder? Ja, ein Kundenwunsch. Dass der schöne Blick auch irgendwie vorhanden ist dann, ne? Kann ich das verdunkeln von innen? Ja, auf jeden Fall. Jalousien, Rollläden, alles, was man gerne hätte. Wird auch extra für den Kunden gemacht. Oh, du könntest mir mal einen großen Gefallen tun, ja, wenn du mal ganz kurz das Schild ein bisschen rübernimmst. Für mich mal, weil dann will ich das wunderschöne Haus, hätte ich einmal komplett drauf. Das ist total lieb von dir. Genau, noch ein Stückchen weiter. Dann haben wir es. Jawohl, vielen Dank. Anna, wenn du mal zu mir kommst, guck mal hier durch das Display durch. Hier von meiner Cam. Guck mal hier drauf. Ist das nicht schön? Sehr schön. Das schönste Häuschen hier auf der Messe. Auf der ganzen Messe, ja. So, ihr kommt aus Oberschlesien und baut dort in handwerklicher Qualität. Kann denn ein Kunde mal bei euch vorbeifahren und mal gucken, wie ihr das macht? Auf jeden Fall, in die Produktionshalle sind alle herzlich eingeladen. Das ist Handarbeit, oder? Was ihr macht? Handarbeit, ja. Der Wandaufbau, kannst du mir ein bisschen was dazu sagen? Was ist in der Wand drin? Ist das, hier vorne. Am besten hier mal gucken, Außenwand, also Außenwand Sperrholz, Dampfsperre, KVH, also wir liefern sogar das Holz aus Bayern, also nicht aus Schlesien, sondern aus Bayern, extra für uns, für unsere Häuser. Ach so, damit ihr deutsches Holz verwendet und kein polnisches. Ja, dass es gute Qualität ist, auf jeden Fall. Also ich sag jetzt mal nichts, aber das ist so, oben drauf ist ein Blechzinkdach oder was habt ihr? Ja. Ja, genau. Also kennst dich schon ganz gut aus. Echt? So, ich guck mal gerade durch. Dann ein Knott-Fahrgestell ist drunter. Das Ganze ist natürlich bis 3,5 Tonnen, kann man einfach so ziehen. Also mit dem Fahrzeug, was es kann, oder? Ja, natürlich. Das ist die Lösung, ne? GEG, Baugenehmigung, die Dämmwerte, kann man die einhalten bei dem Haus? Kann man einhalten, aber Baugenehmigung braucht man nicht. Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden? Also es gibt Länder, da brauchst du keine Baugenehmigung. Zum Beispiel Bayern, da bist du unter einer gewissen Quadratmeterzahl, brauchst du gar nichts. Kannst du einfach nur anzeigen, 14 Tage warten, bauen. In Bayern gibt es eine Sondergenehmigung. Aber es gibt einige Länder, da darfst du nicht einfach wohnen drin. Ja klar, aber wenn man das als Haus oder als Ladung sozusagen definiert. Wir definieren das als Ladung, nicht als Haus. Das ist schon klar. Aber du weißt, was ich meine. Wenn ich das jetzt auf dem Garten natürlich hinstelle und der Nachbar kommt und sieht das, dass ich dann... Immer eine Immobilie. Okay, ich nehme das mal. Wir gehen gleich mal rein. Noch mal der Preis. Was ist der Preis? Jetzt für dieses Stück ca. 62.000 Euro brutto. Inklusive Steuer? Ja, natürlich. Und ich kann das selber abholen bei euch? Oder wir liefern das. Okay, komm, wir gehen mal hin. Tophaus 1000 heißt der, richtig? Ja. So, hier vorne habt ihr ein Haus gebaut. Das ist aber süß hier. Wo kann man denn sowas kaufen hier, so ein Haus? Das haben wir selber gebastelt. Ehrlich? Ja. Okay. Für die Firma, für uns. So, das heißt, ihr habt gute Handwerker, oder? Ja. So, da ist hier die Veranda. Kann man die kaufen oder ist das optional, die Veranda? Das ist optional. Ist aber schön, die Veranda. Ja, auch als Holz, alles selber gemacht. So, wir gehen mal rein. Da vorne hast du eine große Terrasse, kannst du aufmachen. Sag mal, der Trend ist ja, die Deutschen wollen immer kleiner werden. Du darfst ja in Polen bis 75 Quadratmeter darfst du einfach so bauen. Das ist aber außergewöhnlich, oder? Ja, das machen wir aber auch für die Polen. Das macht ja auch kleine Häuser. Kleine Häuser. Unglaublich, das gibt es in Deutschland nicht. Ja, in Polen, da kann einfach der Nachbar, der kann dir ein bisschen helfen, Fundament setzen, da kommt ein Haus drauf. So kann man sich sehr günstig ein Haus bauen, ne? Ja, genau. So, aber du, ich nehme an, mit den Tiny Häusern, da brummt es ja, dann hast du wahrscheinlich ein 500 Quadratmeter Haus mit 3 Pools, oder? Das auf jeden Fall. Komm, wir gehen mal rein. Die so. Ein bisschen leidisch und leidisch werden. Der Boden, das ist wahrscheinlich Vinyl, oder was das ist hier drin? Vinylplatten jetzt, ja.
So das Ganze, so Betonoptik mit drin. Da habt ihr ein Bett, das habt ihr genau angepasst auf die Breite. Genau, und auch selber gemacht, wie gesagt schon. Ne? So, bitte mal rausziehen, so eine Schublade. Gucken, wie viel Stauraum, weil das, aber das wirkt richtig toll. Also ein richtig klasse Haus. So, und das ganze Schwerlastauszüge hier drauf, die rollen unten auf dem Boden, oder? Ja, genau. Okay, das heißt, hier habe ich Stauraum. Bitte mal die Matratze anheben, ich will mal sehen, was drunter ist. Habt ihr einen Lattenrost drunter? Oh ja, okay. Das heißt also richtig tolle Qualität, eine dicke Matratze drauf. Du selbst hast mal Probe geschlafen? Ich noch nicht, aber du möchtest gerne, kannst du probieren. Oh, ich muss ja noch weiter. So oben habt ihr ein LED-Panel habt ihr drin. Auch oben die Decken sind aus Holz. Ja, alles aus Holz. Die Wände auch? Die Wände auch. Echtes Holz? Echtes Holz. Quatsch, nee, du willst ja, nicht. Nee. Ist echtes Holz? Gesund für die Menschen. Alles, was für die Menschen gesund ist, machen wir. Wichtig ist, das Haus ist atmungsaktiv, ja, ist diffusionsoffen und da kommt es drauf an, weil du siehst ja hier viele Häuser, die haben so Blechfassaden mit Sandwich. Das ist hier anders, oder? Das ist bei uns anders. Ich setze mich dann doch mal hin und blicke jetzt mal in den Raum rein. Aber das ist wirklich ein großes Haus dafür, dass du nicht das Gefühl hast, dass du hier in einer kleinen Büchse oder sowas drin bist, oder? Mhm. Ganz, ganz richtig. Ganz richtig. So, hier vorne, da kannst du sitzen. Das kannst du hier mit dem kleinen Regalauszug, kannst du hier den Tisch dann einfach anheben, den du hast. Was ist hier drunter unter dem? Hier ist das ausklappbare Bett, so wie hier gezeigt. Also nochmal, das heißt, du kannst hier einfach das Bett rausziehen? Genau. Echt? Mhm. Und das geht? Jetzt nicht. Weil jetzt nicht, wegen der Messe? Wegen der Messe. Okay, da ist ein Bett drin? Da ist ein Bett drin. Ehrlich? Ganz normal, eine Person oder ein Kind kann da drin schlafen. Ich meine, du kommst aus Oberschlesien, da muss ich dir das glauben, ja, weil das ist so, so ist da. So, die Fenster, die werden auch in Polen gebaut? Die werden, also alles wird bei uns gemacht in Polen, ja, mit unseren Partnern. Sehr schön, so. Ja, dann blicken wir mal rauf. Da vorne haben wir von LG eine Inverter-Klimaanlage mit Wärmepumpe. Das heißt, die kann auch heizen. Das Coole ist, die ist extrem leise. Das heißt, also ihr habt die ja ausprobiert. Schlimm ist das, wenn die immer an- und ausgehen. Das kennst du. Und das ganze Haus wackelt. Das ist hier nicht der Fall, oder? Das ist hier nicht der Fall. Können wir auch gleich aufmachen und anschauen. Nee, brauchen wir nicht. Nee, glaubst du nicht? Ich glaub dir alles, was du mir heute erzählst. Das ist so. Sag mal, sind hier Schränke dahinter? Ja, ja. Zeig mal. Boah, jetzt kommt die Frau ins Spiel, denn es gibt ja nichts über einen schönen Schrank für die Messe, oder? Ja, alles für die Messe hier, also bitte nicht. Nein, aber da sieht man mal, weil die wiegen ja ein bisschen was, die Prospekte. Und ja. Das ist kein Problem, oder? Das ist jetzt hier kein Problem. Da bin ich ganz froh, alles hier drin. Sag mal, warum sprichst du so gut Deutsch? Ich habe für eine deutsch-polnische Redaktion gearbeitet, aber natürlich meine Familie spricht auch Deutsch. Okay. Zweisprachige Familien aus Oberschlesien. Ja, bei uns ja auch. Ja, die Family, meine Frau kommt aus Polen. Ganz tolle Handwerker in Polen, muss man sagen. Also die ganz stolze, die haben es noch richtig drauf. Also auch die Deutschen sind sehr gut, aber die Löhne in Polen sind noch ein bisschen günstiger, oder? Ja, ein bisschen günstiger. Nur das ist an dem Preis dann, ne? Dass es günstiger ist in dem Falle. Das sieht man. Also die Materialien, da habt ihr nicht gespart, an nichts. Und diese Tür, das heißt, wenn jetzt die großen Räuber kommen, dann kann ich mich hier im Bad verstecken. Die finden die Tür nicht, oder? Und da passiert dir nichts. Passiert mir nichts, weil kein Mensch sieht die Tür. Die ist komplett in der Wand versteckt. Und bitte mal draufdrücken, das ist ein Pushlock. Okay, sehr schön. Und dann kommen wir in das Wichtigste für jeden Mann. Frauen brauchen kein Badezimmer. Ja. Ja, schön. Ein großes Bad mit einigermaßen barrierefrei. Das heißt, also hier kommt man auch gut rein. Und sag mal, der Anschluss des Wassers ist natürlich fest hier. Das heißt, das Haus kommt, es kriegt eine feste Wasserleitung, eine feste Stromleitung, eine Abwasserleitung, richtig? Alles. Ein Kanalanschluss? Genau, alles, was man braucht. Guck mal hier, eine Separette habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Also die meisten ist ja praktisch Einschweißtoiletten, Glisana, Verbrennungstoiletten. Aber eine schöne Separette ist ja auch was Feines, oder? Ja, und kostet ein bisschen mehr dann auch, ne? Bitte mal aufmachen, dann bitte mal beschreiben, was das ist, weil die meisten haben sowas noch nie gesehen. Das ist eine Trenntoilette, ne? Ja, das ist, sieht man hier ganz genau, wie das alles abläuft, ne? So, das heißt, also das eine kommt hier drauf, das, glaube ich, wird jetzt hier nicht verbrannt, sondern das wird kompostiert, oder wie läuft das? Kompostiert, genau richtig, genau richtig. Sehr schön, das heißt, hier vorne kommt der Urin rein, da gibt es einen Festtankbehälter für, oder? Ja. Okay. So, dann kann ich dann einfach, beziehungsweise das kann man ablassen, das ist eine richtig geile Toilette, also wer sich nicht auskennt, separat, für in Tiny-Häusern der letzte Schrei, ja, kommt aus Finnland oder Schweden, Dänemark, so, nee, irgendwas. Sag ja. Ja. Sehr schön. So, dann hier vorne, da sieht man das Spülbecken, habt ihr fein gemacht. Aber da hat der Kunde noch ein bisschen Einfluss drauf. Das heißt, die Holzfarbe kann er wählen? Ja, das kann er wählen, auf jeden Fall.
So, wir sind durch. Du bist mich los. So, komm, wir gehen mal raus und dann darfst du ein bisschen was erzählen, wo man eure tollen Häuser kriegt. Ja. Hier Induktionskochfeld von Bosch mit drin. Kühlschrank habt ihr auch? Ja, eigentlich hier Kühlschrank und Spülmaschine, aber jetzt nicht für das Exposé. Das wäre dann zu schwierig. Das Haus musste fertig werden, oder? Und es musste leicht sein. Bis 3,5 Tonnen. Also. So, das heißt also, man kann Folgendes machen, man bringt es an den Ort, wo es ist und baut dann die schweren Sachen später ein, oder? Genau richtig. Ist ja schön, Anna. Ich habe verstanden, wie du funktionierst. Ja. So, komm, dann lass uns mal gehen. Hier ist die Terrasse. Bist du zufrieden mit der Messe? Ich bin sehr zufrieden. Also super tolle Leute, ganz viele Kunden, die wirklich das Interesse zeigen. Viele Fragen, viele wollten schon heute bestellen. Also ganz viele Kontakte aufgenommen. Komm, ich zeige das mal hier vorne. Die Garderobe, alles ist hier handgefertigt. Sieht auch so aus, als ob ihr noch ein bisschen Hilfsmittel mit einer CNC-Maschine habt. Ja, wahrscheinlich. Das heißt, ihr seid auf höchstem Niveau. Aber auch die Spaltmaße, wenn du hier den Schrank nochmal anguckst, von oben nach unten, das ist ja ein Riesenschrank. Und da ist ja immer die Gefahr, wenn du Schichtholz hast, dass sich so große Flächen auch mal verziehen. Aber die ist komplett gerade. Also es ist. Das heißt, ihr baut wahrscheinlich Tiny Häuser nicht erst seit gestern, oder? Nicht seit gestern, aber wir geben uns Mühe. Also die Mitarbeiter aus Schlesien machen ihren Job wirklich komplett super. Habt ihr auch einen Kaffee da aus Schlesien? Kaffee, heute? Ja. Ja. Auf dem Stand? Ja. Okay, wir trinken jetzt mal einen Kaffee und machen gleich mal Schluss. Komm, wir gehen raus. Das große Tiny House, wir räumen es mal. Das ist die Terrasse aus Oberschlesien. Dieses schöne Haus hier. Und das ist ja nur eins von ganz, ganz vielen. Ihr habt auch Modulhäuser? Wir haben Modulhäuser, auch Doppelmodulhäuser, Tiny Häuser, Sauna, auch neues Produkt von uns. Also eine ganze Menge für jeden etwas. Anna, vielen, vielen Dank. Anna Ronin. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, Ronin. Ronin von Tophouse 1000. Wir sind auf der New Housing in Karlsruhe. Das Ganze am 30. Juni 2023. Tschüss.